Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben vor Randy und wollen ihr nun Bericht über Granta Bucci erstatten. Darf ich? Bitte? Randy? Bitte. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Die Dänen von Granta Bucci sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat einen Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie, auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Bündnis abgeschlossen. Granta Bucci. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Ich traf ihn bereits. Reda. Ein seltsamer Jüngling, aber irgendwie angenehm. Er wird eine gute Gesellschaft abgeben, denke ich. Ich freue mich, ihn besser kennenzulernen. So, dann schauen wir aber erstmal... Oh, wir haben mehr Rohmaterial. Das heißt, wir können noch mehr Sachen bauen. Das ist gut. Das, schauen wir dann nachher mal. Aber ich schaue jetzt erstmal. Eine Nachricht für mich. Hrefnatorps Rang ansehen. Hrefnatorps Rang. Ansiedlung. Hrefnatorp gilt jetzt als Ansiedlung, denke ich. Es ist nicht länger als ein wilder Haufen Zelte und schmutziger Füße, sondern zieht Leute aus der Umgebung an, die hier handeln oder sich gar niederlassen wollen. Einige neue Möglichkeiten haben sich uns eröffnet: Tätowierwerkstatt und Barbier. Schiffswerkstatt, Museum, Jagdhütte und Fischerhütte. Von all diesen neuen Angeboten empfehle ich dir zuerst, Petras Jagdhütte zu fördern. Damit wirst du einige Belohnungen verdienen, wenn du den richtigen, wenn du die richtigen Biester findest. Einige unserer Siedler würden außerdem gerne etwas aufbauen, womit wir bessere und wildere Feste feiern können. Bäckerei und Brauerei. Je größer das Festmahl, desto mehr werden unser und dein Kampfgeist gestärkt. Das lohnt sich, Randy. Und hier waren die Questbriefe. Sunifas Briefe. Eivor, die Götter haben uns verflucht. Eine sächsische Abtissin namens Wulfilda ist in einem kleinen Dorf am westlichen Rand Ids Engligas aufgetaucht und verbreitet Geschichten über ein schreckliches Ungeheuer. Ich habe dieses Biest zwar nie gesehen, doch sie behauptet, es wandere über das Land und töte Vieh. Die Äbtissin möchte der Gefahr ein Ende setzen, doch fehlt ihr die Fähigkeit, die echten Draugr der Unterwelt zu bekämpfen. Wir haben hier eine Gelegenheit, Ruhm für unseren Clan zu erringen. Sunifa, die Späherin. Ich sollte diese Äbtissin Wulfilda aufsuchen. Cool. Biest aus der Unterwelt in East Anglia. Huh, da sind wir schon stark genug für sogar inzwischen. 48 haben wir, man bräuchte 55. Ja. Der Diego anscheinend. Nice. Ja, dann weiß ich ja wohl, welches das nächste nach das lädt nach Lekakessas hier wird. Und zuerst mal, ja, verpiss dich mit Sonderdienstfehler. Biest aus der Unterwelt. Zuallererst kommt das nächste Bündnis. Zeig mir, ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was haben wir denn da? London. Ah, nee, da sind wir noch zu schwach für. Wir gehen erstmal nach Lekrakestershire. Erzähl mir mehr über Lekrakestershire. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann.
Ich glaube, das wäre gut. Dann gehen wir mal nach Lethal. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Cheopedun. Ich glaube, das ist wirklich... Wow, das ist wirklich ganz oben, im letzten Eck. Okay. Dann haben wir ja erstmal hier ein paar Reichtümer und so abzugrasen. Bevor wir uns nach da oben wagen. Ja, finde ich auch okay. Ich meine, hier ist auch erstmal noch Lekarkester dazwischen. Ja gut, okay. Snottinger Hampshire. Tonnerstudier. Ich glaube, wir gehen erstmal hier runter. Die Söhne Ragnars. Eivor soll Sigurd und den Cheopedun treffen, wo Ivar und Uwe Ragnars Sohn Pläne schmieden, um den mörsischen König zu stürzen. Hier geht's nicht lang, da geht's lang. Okay, was auch immer jetzt gerade hier mit dem Sound los ist. Unsinn! Das hat nichts mit Kunst zu tun! Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spots nicht zu schätzen. Deshalb verstehst du es nicht. Ah. Was geht hier vor sich? Holmgeir möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tumba... Eivor, richtest du über unseren Spottstreit? Klar, warum nicht? Ich spiele nur zu gern den Richter, Brüder. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich fange an. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgeir mir. Doch er ist nur ein Kiesel und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich und Holmgeir flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr. Wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk-Kehr. Ja, wow. Kehr. Ha, was hältst du davon, Eivor? Eindeutig Alvis, Alter. Alvis hat eindeutig gesiegt, Holmgeir. Von dir habe ich nichts anderes erwartet, Eivor. Du hast kein Ohr für solche Dinge. Eine Schande. Vielen Dank, Eivor, dass du die natürliche Ordnung anerkennst. Die natürliche Ordnung. So, aber jetzt können wir hier auch noch ein paar, Gebäude bauen. Was ist das hier? Die Tätowierwerkstatt. Naja, die brauche ich aktuell noch nicht. Ich habe keine Lust auf neue Tattoos gerade. Was haben wir da hinten? Ich schätze mal die Jagdhütte. Ah, nee, das ist der Typ mit seinen Artefakten. Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Octavian Claudius Britannicus, ein Sammler römischer Relikte. Das ist mal ein Name. Wenn du dich fragst, was ich der Siedlung biete, brauchst du nur auf das größte Imperium zu blicken, das die Welt je kannte. Ja, ich habe ihre großen Trümmerstätten gesehen. Immer beeindruckend. Aber du hast sie noch nie in ihrer alten Pracht gesehen. Und das kann ich ändern. Natürlich brauche ich einen Ort für meine Sammlung. Ich baue dir etwas, sobald ich kann. Hab Geduld. Was tust Sag du mir hier? Doch nochmal, was du hier machst. Wenn du draußen in der Welt römische Artefakte findest, bring sie mir. Ich schätze sie sehr und gebe ihnen ein gutes Zuhause. Bei mir. Ich muss gehen. Bleib gesund. Bonum Fortunam, Eivor, auf all deinen Wegen.
So, das bauen wir gerade. So, ein weiteres können wir noch bauen, danach haben wir keine Rohmaterialien mehr. Leider. Muss sehen, was du siehst. Sühnen konnte man die ja auch aufspüren, die Dinger. Das war der Tätowierer. Was ist das? Haus von Alvis und Holmgier. Das Heim von Alvis und Holmgier ist ein Ort für das Schönkünste und Festmahlstärkung. Bäckerei. Handelsposten. Was ist das? Achso, die haben wir schon. Ja, Jorms-Wikinger. Machen wir die doch als nächstes. So. Berserkerwaffenlager, Berserkerübungsort, Zielscheibe, Steinbrunnen, komm, nehmen wir den. Okay. Wo auch immer der jetzt hingebaut wurde. Was tust du hier noch gleich? Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Du musst ein Kriegerlager bauen. Ansonsten werden unsere Kämpfer weich. Und das können wir nicht zulassen. Ich muss los. Bis bald. Gute Kämpfe. Aber wo ist das zugehörige Schild? Warte mal, was ist das? Ja, da ist es ja. Okay. Ups, jetzt können wir ja doch noch eins bauen. Hat ja nur 30. Kriegerlager kurz heute abgeschlossen. Da können wir vielleicht sogar schon auf Stufe 3 mit Refnatorp. Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomswikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Okay. Live der Verblüffte. Ich kann sein Geschlecht ändern. Tilfried Odinauge. Ach komm, ich nehme Frau. Rabenklanmantel oder Berserkerkapuze. Ach komm, ja, die kriegt die komplette Berserker-Ausstattung. Einen anderen Bogen kriegt sie nicht. Sie kriegt gewiss nicht Varins Axt. Komm, sie kriegt einen Eisenstern. Und... Bärenschild. So sieht die Berserker an, Schienen, Berserkerhelm. Die entsprechende Hose, obwohl sie kriegt den Rabenclan hier lieber.
leg mal kurz wieder den Helm. Ich kann den nicht abrüsten. Kolbrunn, die Nussknackerin. Ewok, die ihre Börnerknackerin. Eurum, die Schlange. Fenja vom Windigen Meer. Ingrid, Blutatem. Gudrun, die Siegreiche. Jo, okay, was? Da ist mein Jungs-Wikinger. Es lebt. Der Helm sitzt scheiße. Ich zeige dir, dass ich so stark bin wie Thor. Ah ja, Solveig, der Grausame. Solveig hat von deinen Erfolgen gehört und wäre geehrt, sich deinem Clan anschließen zu dürfen. Ausgegangen sind ehrbare Krieger, die einem strengen Verhaltenskodex folgen und ihr Leben den Kampf verschrieben haben. Sie kämpfen an deiner Seite, solange du sie bezahlen kannst. Nee. Solltest du deine Meinung ändern, bin ich hier. Aber da wir jetzt immer noch ein Gebäude bauen können, gucken wir mal hier ein bisschen rum. Das Handelsposten. Ja, warum nicht? Komm. Der war jetzt auch wieder mit 30. Und wir haben sogar Stufe 3. Trophäe und eine Trophäe erhalten. Baumeister. Ist das nicht schön? Herr Refnatorp wächst. Wir sind jetzt ein Weiler. Kartenmacher, Viehhof, Getreidehof und Haus von irgendwem. Da sind wir also. Wie schön, eine feste Stätte zu haben. Neuankömmlinge. Ob Valka unter ihnen ist? Wir haben Neuankömmlinge hier. Eivor, wie schön, Valka. Dich hier zu sehen. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deine Mutter? Meine Mutter hat ihren... Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel. Aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Ist das nicht schön?
Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha, gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen, was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann ihn nur für deine Arbeit ein. Das wird ihm gut tun. Du hast viele Menschen geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Salve, Eivor! Ab, Meliora! Guten Tag. Wer war das denn? Octavian, ein seltsamer Mann. Du wirst ihn sicher mögen. Siehst du? Dein Zuhause ist gleich davor. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis auf das, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerung an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er spricht auch zu mir, aber es laut auszusprechen fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen. Und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Drogenmission. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Gut. Das haben wir wohl doch leider nicht mehr so viel geschafft, diese Mission. 60 kostet das, Alter. Naja, werden wir dann sehen. Ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich als nächstes bauen. Ihr Haus. Auch wenn das in... genau, hier brauche ich eine... Aber wo kriege ich eine Feuerflasche? Ja. Vielleicht beim Schmied. Was sind das hier eigentlich? Sei gegrüßt! Ah, die Tätowierwerkstatt, okay. Item. Hast du Feuerflaschen hier? Was kann ich für dich an diesem herrlichen Tag tun? Irgendwo. Warum hast du hier keine Feuerflaschen? Du bist wahrscheinlich Schmied. Dann halt nicht. Komm, machen wir eine Holzstatue von Odin. Nice. Dann mal auch noch längerer Kästerschier. Wir haben ein paar neue Quests. Einmal die Söhne Ragnars,
Ivar soll Sigurd in Hreopedun treffen, wo Ivar und übel Pläne schmieden, um den mörsischen König zu stürzen. Außerdem Vigaya gesucht. Rheda braucht Hilfe, um das Netzwerk der tausend Augen zu vergrößern und seinen Einfluss in Englerland auszuweiten. Er ist ein großzügiger Händler und weiß, wie man seine Geschäftspartner entlohnt. Erfülle 10 Verträge. In die Welt der Träume. Teil von Die Legende von Beowulf. Kapitel 1. Valka braucht einen Platz zum Arbeiten, damit sie Ivor helfen kann, die Welt der Träume zu bereisen. Da haben wir ja noch was im Codex. In der Datenbank. Schauplätze. Hrefnatorp. Hrefnatorp. Ist ein Aufstrebender vom Rabenclan errichtet der Weiler, von dem aus. Ja, gut. Es wird sich wahrscheinlich einfach nur immer wieder updaten hier. Wenn wir was Neues. Wenn wir eine neue Stufe erreicht haben. Jomsvikinger. Die Jomsvikinger sind ehrbare Söldner, die einem strikten Verhaltenskodex folgen und ihr Leben dem Kampf der Ehrung der Götter widmen. Nachdem du das Kriegerlager deiner Siedlung gebaut hast, kannst du deine eigenen Jomsvikinger erstellen und ihre Ausrüstung, ihre Waffen und ihr Aussehen bestimmen. Deine Jomsvikinger werden automatisch online gestellt und machen Beute, wenn sie an der Seite deiner Freunde in deren Sagas kämpfen. Du kannst Jomsvikinger, die von anderen Spielern erstellt wurden, rekrutieren, um deine Truppen zu verstärken. Diese Söldner sind deinem Clan gegenüber loyal und kämpfen an deiner Seite, solange du sie für ihre Dienste bezahlen kannst. Du erkennst rekrutierbare Jomsvikinger am Helmsymbol, das sowohl auf der Weltkarte als auch auf dem Kompass angezeigt wird. Im Kriegerlager kannst du außerdem deine Besatzung verwalten und die Krieger auswählen, die in Raubzügen an deiner Seite kämpfen sollen. Okay, das heißt, das kann ich auch wieder verändern. Das werde ich doch gleich machen. Dann sind wir die Folge einfach mal komplett hier in Hrefnatorp zu Hause. Und wo war das Kettenattentat? Das Kettenattentat war hier, das wir jetzt auch schon direkt holen. Stärke 50 haben wir jetzt genau. Nein, noch nicht Abfahrt. Nein. Haltet hier! Das Kriegerlager. Genau. Rufe meinen Jormswikinger. Ich will meine Mannschaft verwalten. Genau. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Okay. Hrefna, Plünderer. Hermund, Plünderer. Stain, Plünderer. Skadil und Hrefna. Brauche ich zweimal Hrefna? Jomsvikinger angehört, habe ich keinen. Aber ich würde gerne hier Birne ausrüsten. Fühlplünderer. Überplünderer. Ach komm, nur Phil. So. Gefunden, was du gesucht hast? Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Okay, das heißt, man kann einfach nur die Rüstung verändern. Ui. Behalt den Helm mal lieber an. Und nimm den, dann kannst du das sehen. So. Bis denn. Nun muss ich gehen. Auf bald. Okay. Das war die Odin-Statue, genau. Was kann man hier hinbasteln? Oh, selber. Komm, machen wir einen Steinbrunnen hin. Das war's dann aber leider auch schon wieder mit der Folge von Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann auch wirklich in Lycra Castashir reingehen.
und uns die ersten Collectibles und sowas holen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.